Thema heute, der weitere Nutzen, in Anführungsstrichen, der PQ-Formel. Ich weiß, die PQ-Formel kann manchen zur Weißglut bringen, aber egal. Wir überlegen uns mal Folgendes. Nehmen wir mal an, wir haben eine Funktion, die heißt f von x sei, mal eine ganz einfache, x Quadrat plus 2x plus 1. Und eine andere, g von x, ist eine lineare Funktion und die lassen wir einfach mal heißen, minus, nee, nicht eine 2, nehmen wir mal eine 3, minus 3x plus 5. So, jetzt mal schnell zur Skizze. Ich mache dafür Pause, damit das Video kürzer wird. Wir haben uns gerade eben über die Skizze unterhalten. Typische Punkte. Ich habe, damit das leichter geht, die Normalparabel, weil hier nichts steht, zu zeichnen, habe ich die schnell mal überführt in, per binomischer Formel, überführt in die Scheitelpunktsform. Scheitelpunktsform ist ja immer die mit in Klammern zum Quadrat. Und der Scheitelpunkt liegt bei minus 1, 0. 0, weil hier hinter nichts steht, ne? Hier hinten kann man dann den y-Wert ablesen, aber da ja da nichts steht, ist es 0. Demzufolge, hier bei minus 1 ist der Scheitelpunkt und dann kann man eine Normalparabel zeichnen, fertig. G von x ist eine ganz einfache Linie, lineare Funktion heißt das Biest ja auch. Und wir sehen, die läuft durch diese Punkte hier bei 1, 2, 3, 4, 5 und dann 1 nach rechts und 3 nach unten, weil es ein Minus davor steht. Gut, okay. Und jetzt ist mal eine Frage, und zwar, wenn ich die jetzt hier weiterzeichnen würde, diese Auberginenfarbene. Und auch die Normalparabel weiterzeichnen würde, dann gibt es hier an dieser Stelle, und der lässt sich nun wirklich nicht ablesen, und den könnte man vielleicht ablesen, ergeben sich Schnittpunkte, nämlich gemeinsame x- und y-Werte. Und die kann man ganz einfach errechnen, indem man was macht. Genauso ist es, wie bei den linearen Funktionen auch, sagt man, wenn die gleiche y-Werte haben, ja, dann setzen wir die beiden Gleichungen einfach gleich. Und zwar diese, ne, diese und diese, die setzen wir einfach gleich. Ich schreibe das mal schnell hin und dann komme ich noch auf eine andere Sache zu sprechen. Dann steht dann x² plus 2x plus 1 ist gleich minus 3x plus 5. Das steht so da. So, das ist jetzt bloß noch eine Pille-Palle-Rechnung, denn jetzt sage ich, hier drüben muss 0 stehen, damit ich was machen kann, die PQ-Formel anwenden. Die PQ-Formel ist ja eigentlich für Nullstellen gedacht. Eigentlich. Aber wir können die auch für sowas anwenden. Also rüber damit, das heißt also plus 3x. Und ich schreibe mal gleich dahinter minus 5. Ne? Mache ich in einem Schritt jetzt. Dann haben wir hier x², 2x plus 3x ist 5x plus 5x. Und plus 1 minus 5 ist minus 4. Und das ist gleich 0. Das ist keine Funktion jetzt. Achtung. Aber ich kann auf eine. Das ist eine einfache quadratische Gleichung und da kann ich die PQ-Formel anwenden. Und das werden wir jetzt gleich machen. Wir lesen hier schnell ab. Hier ist unser p. Hier die minus 4 ist unser q. Und dann geht das los. So, jetzt haben wir ja schon gesehen, jetzt musste ich ja über den Rand des Blattes hinaus, oben in die Überschrift rein, um hier oben diesen Schnittpunkt darzustellen. Ich hab das diesmal deswegen gemacht, weil ich gesagt habe, die sollen alle Mann erkennen, wo der Schnittpunkt sein könnte. Den kann man ja abschätzen. Übrigens in anderen Aufgaben, wo ihr Schnittpunkte wirklich darstellen müsst, da mache ich das natürlich nicht so extrem. Ne? Dann ist das für euch zeichenbar. Auch mit einer Schablone zeichenbar ist alles kein Problem. Aber wir machen ja nur Skizzen, das reicht uns. So, normalerweise brauchte ich überhaupt keine Darstellung, denn ich könnte ja gleich losrechnen. Wir machen es, die Darstellung, damit ihr eine Vorstellung davon bekommt, einerseits, und damit ihr euer Ergebnis wenigstens abschätzen könnt, ob es funktioniert. Hier muss, für diesen Schnittpunkt hier oben, muss ein negativer x-Wert rauskommen und ein relativ großer y-Wert und hier ein positiver x-Wert und ein relativ kleiner y-Wert. So, jetzt in der Zeit werde ich das schnell PQ-Formel ausrechnen und halte das Video an. So, jetzt haben wir hier rumgerechnet, Tipp-Tipp-Tipp-Taschenrechner, oben gewurzelt, deswegen habe ich oben die Kommazahl stehen lassen, unten das Halbe mitgeschleppt. Demzufolge kommen wir auf 1,403 Halbe. Das genügt jetzt zum Ablesen als 0,7 zu interpretieren. Selbst wenn man mit Zentimeter, Abständen arbeitet, also Millimeter Papier einsetzt, wird man es auch nicht viel genauer rechnen können. 1,4 Halbe ist 0,7 und die 0,3, damit kann keiner rechnen. Und minus 5,7, gucken wir mal, ob das geklappt hat. Also 0,7 und minus 5,7. Naja, ja, ne, das ist kurz davor. Hier, das könnte klappen.
Und hier ist ungefähr jetzt 1, 2, 3. Naja, hier haben wir uns verhauen. Hier läge, und jetzt hätte ich die Parabel größer machen müssen. Ja, gut. So, jetzt haben wir diese Werte, das haben wir überprüft, das ist in der Norm. Ne? Also das ist nicht total abweichend. Minus 25 oder so ist es nicht, sondern das passt hier auch mit unserer Vorstellung zusammen, die wir von dem ganzen Fall hatten. Jetzt brauchen wir noch die Y-Werte. Und jetzt wären wir ja bekloppt, wenn wir unsere gefundenen 1,403 halbe in die blaue Gleichung einsetzen. Da wären wir ja wirklich dumm. Wir setzen sie in die einfachste Gleichung ein, die wir haben. Und wenn wir ganz doll am Ergebnis, am Y-Wert, den wir dann rauskriegen, zweifeln, können wir sie auch nochmal in die schwierige einsetzen. Mit dem Taschenrechner lässt sich das nachvollziehen. Wenn wir sagen, also irgendwas kann hier nicht stimmen. Und es muss bei beiden der gleiche Y-Wert rauskommen. Machen wir das. Wir setzen also die gefundenen Werte in diese Gleichung ein. G von x minus 3x plus 5. Und ich mache wieder Pause. So, liebe Leute, und jetzt müssen wir gucken. Wir haben raus. Beim ersten Wert haben wir 2,89, also rund 3 raus. Gucken wir mal. Beim ersten Wert 1, 2, 3. Könnte passen. Jetzt der zweite Wert, der lässt uns vielleicht zweifeln. 22,1, also das reicht 22. Ich zähle mal ab. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oh, eventuell haben wir uns hier verballert. Und das müssen wir jetzt überprüfen. Wir haben ja gerade diskutiert und haben überlegt, Mensch, 22, das ist wirklich doch ein bisschen doll. Ne? Wenn ich hier hochzähle, komme ich vielleicht auf 12, 13, 14, aber 22 ist ein bisschen doll. Jetzt hilft nur eins, jetzt müssen wir den zweiten Wert, am ersten war nicht zu zweifeln, der war in Ordnung. Jetzt müssen wir den zweiten Wert, weil wir hier keinen formalen Fehler gefunden haben, den zweiten Wert also mal hier einsetzen. Und das machen wir jetzt überschlägig, indem wir einfach sagen, wenn das rund 5,7 sind, also minus 5,7, dann setzen wir jetzt hier einfach mal eine 6 ein. Also, nur zur Probe. Die Probe ist demzufolge Probe. Und zwar, ich wäre wahnsinnig, wenn ich nicht nach Überprüfung das Ding geschnappt hätte. X plus 1 in Klammern zum Quadrat. Also, den f von x-Wert, was den zweiten angeht. Ach so, kann ich natürlich schon schreiben. Der Probe halber genügt das, wenn ich einfach mal eine 6 nehme. Und jetzt 6 plus 1 in Klammern zum Quadrat, ne, hier oben diese Formel, und da kommt nichts dahinter. Und jetzt sieht man schon, das muss also rund 49 ergeben. Na, jetzt wird es ja noch schlimmer, ne? Minus. Entschuldigung, vielen Dank. Regie hat mitgearbeitet. Minus 6 plus 1 ist minus 5 in Klammern zum Quadrat. Das muss rund 25 sein. Also so ein Blödsinn. So, aber wenn das stimmt, wir haben also unsere 5,7 auf 6 erhöht, dann ist der 22,1 Wert richtig. Kann man nichts dran ändern. Kleiner Moment. Ganz genau, nochmal die Frage kam, wieso nehmen wir nicht den hier? Na, weil wir gesagt haben, den haben wir in der Zeichnung überprüft. Ne? 0,7 passt und ungefähr 3 passt auch, da war nicht groß dran zu zweifeln. Aber weil das eben so schwierig ist, im oberen Bereich hier noch was zu skizzieren und auch noch richtig zu skizzieren, weil Parabeln, die laufen dermaßen schnell dann nach oben, haben wir das nochmal gemacht und haben überprüft und haben gesagt, wenn dieser Wert richtig ist, rein formal richtig ist, das müsste ja geklappt haben, der x-Wert, ne, hier ungefähr, das hat ungefähr geklappt. Wenn der richtig ist, und wir an dem gezweifelt haben, dann machen wir überschlägig mit der anderen Gleichung nochmal die Probe, ob das ungefähr hinkommt. Da wir statt 5,76 genommen haben, also minus 5,7 minus 6 genommen haben, kommen wir auf einen ähnlichen Wert. Wir müssen sagen, der ist richtig. Peng. Damit, diese Probe hat uns bewiesen, jawohl, das hat funktioniert. Ich halte das Video mal an. Ja, natürlich. Und hier muss natürlich f von minus 6, muss es heißen. Ja, das kommt davon. Ich werde alt. Nochmal, weshalb das relativ schwierig erscheint. Eine Parabel lässt sich ja im Prinzip freihand immer noch, beziehungsweise auch mit Schablone. Da gilt es genauso. Lässt die sich super darstellen. Na, das war doch mal gerade. Wenn ich sage, ich mache mal intern eine Wertetabelle. Schnittpunkt lege ich jetzt mal f von x ist x Quadrat, also eine ganz einfache. Bloß um die Parabel mal darzustellen. Dann sage ich, wenn hier 1 ist. Und hier 1, kann ich sagen, 1 mal 1 ist 1, habe ich hier einen Punkt, minus 1 mal minus 1 ist plus 1. Dann gehe ich auf 2, 2 mal 2 ist 4, also 1, 2, 3, 4. Den Punkt kriege ich auch noch gut hin, dementsprechend hier drüben.
Ich kriege auch den nächsten Punkt noch hin. 1, 2, 3, 3 mal 3 ist 9, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dann hätte ich den hier. Aber bei 16 wird es hier schon spannend. Wenn hier 9 ist, dann ist 16 schon vielleicht noch gerade drin. Demzufolge, was hier oben passiert, ist sauschwer. Das ist wirklich fast unmöglich, ab hier exakt noch weiterzumalen. Meinetwegen noch bis zur 16, aber das sind die Probleme, mit denen wir eben gerade kämpfen mussten. Und eine Gerade anzulegen ist kein Problem, aber hier oben ab ungefähr 3x3 ist 9, da eine Parabel noch gut zu zeichnen, das wird zu spannend. Daher diese Fehler und daher auch unsere rechnerische Möglichkeit, das nochmal gründlich zu überprüfen, ob wir richtig liegen. Wir sehen noch was anderes. Wir hatten ja gestern nochmal drüber gesprochen, und zwar Aussehen von Nullstellen. Ich hatte gesagt, solche Linien, die gehen auch linear durch. Ne, hier sieht man es an Auberginen. Die hat eine, diese Nullstelle hier, die geht ganz wunderbar linear durch. Da dieses Ding aber eine quadratische Nullstelle hat, berührt die in diesem Fall den, in diesem Fall hier, berührt die in diesem Fall hier nur schnell mal die X-Achse, ist also eine doppelte Nullstelle. Das bloß mal am Rande erwähnt. Aber da kommen wir später nochmal drauf. Das braucht man dann für höhere Graphen und so weiter. Achtung, ich hätte jetzt beinahe was vergessen. Und zwar, stellen wir uns mal bitte vor, wir hätten einen Graphen für g von x, der heißen könnte. Nee, ich nenne nicht g von x, sondern ich nenne ihn CDFGH von x. H von x sei minus 3x minus 6. Gucken wir mal kurz. 1, 2, 3, 4, 5, minus 6. Und jetzt 1, 1, 2, 3. Dieser Graph hier, der grüne, h von x, würde keinen gemeinsamen Schnittpunkt haben. Frage in die Runde. Was wäre mit unserer ganzen guten PQ-Geschichte? Ganz genau so ist es. Wenn ich dann die grüne mit der blauen gleichsetze, kann ich zwar machen, ich kann auch eine PQ-Formel aufstellen, aber ich kriege keine Lösung raus, keine gemeinsame. Höchstwahrscheinlich eine negative Wurzel und die lässt sich nicht ziehen. Also keine Lösung bedeutet, die berühren sich nicht mal. Jetzt komme ich noch auf eine berührende, eine Tangente, die berührt ja nur in einem Punkt. Die kann sonst wie heißen. Ich schätze mal, die könnte i von x, nenne ich die mal schnell. Die könnte meinetwegen heißen, hier ist 1, 2, 3, 3,5. Bei minus 3,5 schneidet sie die y-Achse und hat den gleichen Anstieg, minus 3x. Ne? Parallel jetzt mal zu den anderen, spaßenshalber. Die würde nur eine Lösung geben. Ne? Aber das kennen wir ja. Nullstellen. Hier gibt es nur eine Nullstelle, nämlich zufälligerweise auch den Scheitelpunkt bei der blauen und so weiter. Also der Nutzen der PQ-Formel dürfte deutlich geworden sein. Wie trägt man solche Graphen auf, die Linien sind? Werde ich jetzt nicht hier extra behandeln. Ich zeige es nochmal. Ich verweise da auf andere Videos. Da haben wir lineare Funktionen und mit allen Schickimicki wird es da erklärt, aber ich zeige es hier nochmal ganz kurz. Wenn ich zum Beispiel habe 1, 2, 3, 4, 5, hier, ich habe meinetwegen g von x soll heißen minus 2 Fünftel x plus 5. Ach, minus 2, 2, 2, 2, 2, nee, gefällt mir nicht. 2 Siebtel, machen wir es mal ein bisschen spannender. Damit keiner denkt, dass die Fünfen hier irgendwie zusammengehören, machen wir 2 Siebtel draus. Und nicht 7 minus 2 ist auch 5. Das hat damit gar nichts zu tun. Hier vorne ist der Anstieg. Und den macht man wie folgt. Wir nehmen erstmal den sichersten Punkt, den wir haben, nämlich Schnittpunkt mit der y-Achse. Und dann geht's los. Normalerweise heißt es grundsätzlich, erstmal sagen wir gehen einen Schritt nach rechts und, oh, minus 2 Siebtel nach unten. Guckt euch das mal an. Ein Schritt nach rechts und das Steigungsdreieck minus 2 Siebtel. Das kann ich gar nicht richtig genau machen. So ein hässliches Steigungsdreieck gibt es gar nicht. So klein. Damit kommt man nicht zurecht. Dann sagt man gleich, man nimmt den Nenner, denn wenn ich hier eine 7 einsetze, ergibt sich gekürzt, dass ich minus 2 nach unten gehen muss. Also den Nenner hierfür einsetzen. 7 nach rechts, man kann sich es auch so merken, immer das grundsätzlich nach rechts und dann das Vorzeichen nach oben oder unten. Und wenn ich das von hier aus mache, dann geht das viel besser. Und zwar
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und jetzt heißt es minus 2, also 2 nach unten. Na, und das ist doch ein schickes Steigungsdreieck. Das ist nämlich viel größer. Wenn ich die verbinde hier, dann habe ich hier so ein großes statt dieses pieplichen Steigungsdreiecks. Und mit dem kann man auch wirklich einen Graphen zeichnen. Aber wie gesagt, andere Videos dazu angucken. So, wir hatten uns jetzt als nächstes Übungsbeispiel vorgenommen, ein Graphenpaar zu skizzieren zuerst und dann per PQ-Formel, also Gleichsetzen und so weiter, die Schnittpunkte herauszufinden. Die sind gesucht. Und ich hoffe, auch unsere Zuschauer aus den Nachbarstaaten haben viel Freude. So, wir haben das jetzt ausgerechnet und zwar, der Trick bestand hier in folgendem: Man muss aufpassen, hier steht blöderweise ein Minus davor. Jetzt gibt es einen Trick, einen ganz einfachen, indem man sagt, ich nehme alles mal minus 1, ging auch. Oder ich behalte, damit ich die echte Form der Kurve nicht verändere, ich behalte einfach ein Minus davor, setze alles andere in eckige Klammern und drehe demzufolge darin die Vorzeichen um. Dann kann ich mittels quadratischer Ergänzung arbeiten, dann funktioniert das Verfahren auch. Dann kann ich immer innerhalb dieses Trickkoffers, ne, Minus bleibt draußen, damit ich die echte Funktion nicht verändere. Denn wenn ich sie hier einfach mal minus 1 nehme, wäre die Parabel nach oben geöffnet. Und das wäre eine ganz falsche Funktion. Dann diesen Trickkoffer, wenn ich den Scheitelpunkt gefunden habe, wieder auflösen. Die Scheitelpunktsform mittels quadratischer Ergänzung soweit gefunden habe. Dann den Trickkoffer wieder auflösen. Dann sehen wir, ah, das Minus zeigt uns, die Parabel ist nach unten geöffnet. Und ich kann jetzt hier trotzdem meine Scheitelpunktskoordinaten ablesen. So. Demzufolge kommt dann hier ungefähr diese Skizze raus. Bis dahin alles ganz gut und schön. Achtung, jetzt kommt das Gleichsetzen. Ich wollte ja nur die Schnittpunkte ermitteln. Und wenn ich dann gleichsetzen will, mache ich das eiskalt, indem ich die originalen Funktionsgleichungen hier oben gleichsetze. Und jetzt komme ich an eine Stelle, nachdem ich umgestellt habe, ist gleich 0. Jetzt muss ich den Rechentrick, und jetzt darf ich ihn auch anwenden, damit ich PQ anwenden kann. Jetzt darf ich ihn deswegen anwenden, weil jetzt geht es bloß noch um die Lösung der Gleichung. Und da darf ich alles mal minus 1 nehmen. Achtung, kehren sich die Vorzeichen um. Und dann geht es im Tippeltappeltour-Schritt weiter. Dann wird, wenn ich die beiden X-Werte gefunden habe von den Schnittpunkten, wird bloß noch das in am besten die leichtere von den Gleichungen eingesetzt. Und wenn man das ungefähr mit der Skizze vergleicht, dann stimmten die Punkte einigermaßen rechnerisch überein. Klar gibt es Abweichungen, wissen wir aber jetzt warum. Und damit das dann, wenn das Thema so fertig ist, hören wir auch an der Stelle immer auf. Wenn wir echt zweifeln, wenn also die Koordinaten dieser beiden Punkte arg abweichen würden, dann müssten wir jetzt nochmal die Probe machen und unsere gefundenen Werte in die andere Gleichung, also in die quadratische, einsetzen. Wenn wir da wieder aufs gleiche rund, wie gesagt, gerundet, wenn wir aufs gleiche wieder kommen oder in ähnliche Regionen, dann haben wir doch richtig gerechnet und falsch gezeichnet. So, jetzt noch ein Übungsbeispiel. Moment. So, und jetzt haben wir die Übungsaufgabe mit diesen eben hingeschriebenen Gleichungen. Ihr macht dann wieder eine Pause und wir lösen das Ding, und hinterher, wenn ihr das gelöst habt zu Hause, dann könnt ihr dann gucken, ob ihr es richtig gemacht habt und an welcher Stelle nicht und so weiter und so fort. Viel Spaß beim Üben. Naja, jetzt haben wir gerechnet. Beide Funktionen waren gegeben. Die Skizze ergab sich nicht sofort, denn wir mussten erst hier schnell mal mittels quadratischer Ergänzung den Scheitelpunkt ermitteln. Scheitelpunkt für die, der grüne Graph ist leicht, da sage ich nichts zu. Der Scheitelpunkt lässt sich per quadratischer Ergänzung ermitteln. Hier, Achtung, das ist der Abzug des Betruges. Kleiner Moment mal, da gibt es eine. So, also quadratische Ergänzung hier, das ist der Betrug aufgehoben, die 25 Viertel, die minus 25 Viertel, ergibt dann also den Scheitelpunkt, und dann kann ich loslegen, dann kann ich malen. Worauf ich jetzt bei dieser Aufgabe nicht eingegangen bin, die Nullstellen zu ermitteln. Das machen wir dann in der Klausur auf jeden Fall. Also Nullstellen, wenn vorhanden, wenn nicht, dann auch begründen bitte, rein rechnerisch, zeichnerisch ergibt sich dann alles. Ist also kein großes Thema. Und dann kam die Gleichsetzerei. Erstmal die Schnittpunkte. Es lohnt sich immer, wenn man schon Schnittpunkte findet, die auch irgendwie heranzuschreiben, damit man dann hinterher nach den Berechnungen, Einsätzen und so weiter auch überprüfen kann und so ungefähr funktionieren sie. Wir wissen ja, hier oben ist es ganz schwierig. Liebe Leute, schönes Üben, schöne Pause. Wir hören an der Stelle erstmal auf. Bis nächstes Mal. Tschüss.